Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play 60 Seconds. Jo. Wir versuchen weiterhin zu überleben. Mann, mein Sound, ey. Immer zu laut. Immer zu laut. Okay, Medikit. Okay, das. Medikit. Taschenlampe. Und hier hin. Hey. Hey. Zack. Hey. Hey. Rein. Alter, lag hier viel, Alter. Radio. Und trinken. Okay. Alter, hier lag echt gut was rum. Da ist die Karte und das Dings da. Ich will das, ich will das. Und weg. Okay. Noch ganz viel Essen snacken. Wir haben das Buch noch nicht, ne? Ah, ich hab's gerade gesehen. Nee, doch nicht. Scheiße. Ich hab's doch nicht gesehen. Karte. Das. Weg. Nehmen wir das Spiel noch mit. Oh Gott, oh Gott. Okay, wir sind da. Huha, hiha. Wir haben das Buch nicht. Mein Sound ist so laut, Alter. Okay. Wir haben das Buch nicht bekommen. Glaube ich. Habe ich nicht mitgenommen. Aber sonst haben wir alles Wichtige dabei, ne? Wir haben vielleicht ein bisschen wenig Essen und Trinken, glaube ich. 3 von jedem dürfen wir haben? Ich weiß es nicht genau. Ja. Okay. Ja, wir haben nur das Buch und die Patronen nicht. Okay, Koffer und Karten. Okay. Sonst sind wir ganz gut ausgestattet, würde ich sagen. Und wir starten erst ab Tag 5 eine Expedition. Mann. Kann doch nicht wahr sein, dass ich immer irgendwie keine Gasmaske mehr habe. Nein! Okay, ich glaube, die hatten uns eh nichts Gutes gegeben. Wir haben das Radio und so. Naja. Mann. Jaha. Es war das Event eben gerade mit den 2 Leuten auf dem Pferd, die da lang galoppierten. Das ist nett. Oh yeah. Das ist sehr, sehr gut. Okay, schön. Wir starten eine Expedition und wir müssen das retten. Ha. Jetzt kommen die ganzen Sachen, ne? Ohne Witz. Jetzt, wo ich das Achievement nicht mehr brauche. Mann. Schicken Dolores raus mit der Gasmaske. Und hoffen, sie bringt ein neues Radio mit. Das wäre... Ja, das wäre schön. Das wäre schön. Dads Magen knurrt, dann kriegt Ted etwas zu essen. Hm. Okay, keiner ist krank. Puh. Okay, das Belüftungsproblem ignorieren. Schön. Das macht ihr sehr gut. Das macht ihr sehr, sehr gut. Okay. Nichts mehr. Okay, kein Event. Schade. Schade. Ich hoffe, wir bekommen das Snowstone Unturned Achievement. Das wäre ganz cool, wenn die ganzen Events auftauchen. Das Wasser für Timmy wäre nett. Ja. Am nächsten Tag. Noch irgendwer Hunger? Nee, ne? Nee. Ha. Wir haben leider kein Radio. Hm. Gut, die brauchen alle nur trinken, das heißt am nächsten Tag. Timmy, ja, wir sollten mit ihm reden. Auf jeden Fall. Dolores ist wieder da. Wir haben ganz viel Essen und Trinken. Eieiei, und einen Koffer hat sie mitgebracht. Aber eine kaputte Gasmaske. Das ist nicht so gut. Dolores hat eine Weile nichts gegessen, dann kriegt sie halt Essen und wir gehen ans Telefon. Oh. Ich hab mir hier irgendwie die Lippe aufgerissen, Alter. Das ist unglaublich. Das tut so weh, ne? Ah. Gut, es waren die Zwillinge. Dolores hat ihm mehr noch Hunger. Wir schicken trotzdem wen raus. Und zwar Mary Jane. Oder doch lieber Timmy? Weil Mary Jane ja noch mutieren könnte in der Zeit. Ja, wir schicken Timmy raus.
Ich glaube, das ist die bessere Wahl. Mit dem Koffer. Ja. Ja, 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 ja. Jim, 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 Jim. Gut, Dolores hat keinen Hunger mehr, ne? Nee, gut. Aber Mary Jane und Teed. Nein, wir gucken nicht in den Lederkoffer. Boah. Es tut weh. Es tut so weh. Und Wasser nicht lange überleben, okay. Morgen kriegt ihr Wasser. Ihr alle. Dum, 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 dum. Dum. Dum, 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 dum. Yeah. Alter! Wir brauchen ein Radio. Wir brauchen ein Radio. Dringend. Dringend. Nee, wir machen da gar nichts gegen. Na! Sie ist krank geworden. Ja, war klar. War klar, auf jeden Fall. Wir hoffen aber mal, dass Timmy noch zurückkommt. Und das, ohne eine Erkältung bekommen zu haben, ohne krank geworden zu sein. Alter. Hunger. Okay. Kann Timmy mal wiederkommen, bitte? Ja, safe an der Wand. Nice. Timmy ist krank, okay. Ich weiß nicht, wen ich eher saven sollte. Karten! Geil. was ist mit Mary Jane? Nächsten Tag Wasser. Timmy hat Hunger und Ted hat auch Hunger. Okay. Ich glaube, ich save jetzt erstmal Dolores. Nee, ich schicke Dolores raus. Ich schicke Dolores raus und save Timmy. Ich bin mir nicht sicher, ob Dolores zurückkommen wird dann. Aber die Möglichkeit besteht ja. Also von daher. Und wenn nicht, dann ist es halt. Dann ist es halt so. Ich meine, dann ist Dolores halt nicht wieder da. Ich meine, dann wäre sie durch Krankheit eh irgendwann gestorben. Also von daher ist das ganz okay. Timmy ist immer noch hungrig. Ja, dann kriegt Timmy jetzt wieder Essen. Und. Nun können wir die Mutationen, wir funktionieren. Alter. Ich glaube, die Menschen trotz seiner Waffengewalt aus der Angst anschrecken. Es verspricht seine Gruppe, helfen uns beim nächsten Mal. Ah, reiberlos zu werden. Schön. Ja, das machen wir. Das machen wir. Das machen wir auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Jamie bewundernswert. Timmy hat immer noch Hunger. Okay. Timmy kriegt Essen. Und wir haben immer noch kein Radio. Ich bräuchte ein verdammtes Radio. Mann. Dim, 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 dim. Okay, sie haben alle Durst. In zwei Tagen. In zwei Tagen kriegt ihr Trinken und Dolores ist wieder da. Cool. Mit dem Radio. Woo. Sehr geil, Dolores. Sehr, sehr geil. Zwei Flaschen Wasser und Radio. Mhm, Dolores hat Hunger, ja, das kann ich verstehen. So, gut. Ted geht zu den Zwillingen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich Ted rausschicken sollte oder nicht. Gleich. Deswegen. Trinken, trinken, essen. Sie kriegen alle trinken. Das bringt sonst meinen Rhythmus durcheinander. Ich schick Mary Jane raus, Mann. Ich schick sie raus. Mary Jane ist stark. Ich habe das Gefühl, die kommt so selten irgendwie krank oder so wieder. Das ist unglaublich. Der passiert nie was. Die ist krass stark. Warum auch immer. Dolores ist immer noch krank. Das ist ein bisschen problematisch. Bald ist sie weg. So, jetzt kommen die Spinnen mit der Suppe, ne? Spinnen in der Suppe. Jetzt, wo Mary Jane nicht da ist. Die können nämlich auch das Event ausrufen, dass sie mutiert. Mann. Hungrig. Hungrig. Okay, kriegt ihr Essen. Wir brauchen unbedingt mehr Essen. Mary Jane, bring mal ganz viel Essen mit, bitte. So 4 Suppendosen oder so. Wäre ganz geil.
dim, 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 dim. Gut, mit Trinken können wir noch einen Tag warten. Wir hören Radio. Sehr geil. Dim, 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 dim. Okay. Okay, sie werden Kontakt aufnehmen. Das ist schön. Ja, wir gucken in die Schule. Ja. Ja, doch. Das war eine gute Entscheidung. Mary Jane ist krank. Scheiße, nein. Aber sie hat eine neue Taschenlampe mitgebracht. Ja. Nice. Eine Suppe. Okay, wow. Hungrig, okay. Und sonst nichts. Okay, Mary Jane ist hungrig. Kriegt sie Essen. Ich will Ted noch nicht rausschicken. Nein, wenn er jetzt auch noch krank wird, dann sind wir am Arsch. Können wir eigentlich nicht riskieren. Ein neues Medikit herstellen oder so, wäre ganz geil eigentlich, ne? Mary Jane hat immer noch Hunger, Dolores hat auch Hunger, okay. Oh, wir brauchen ein neues Medikit. Wir brauchen unbedingt ein neues Medikit. Wäre schon ganz geil. Immer noch Hunger, okay. Ja, wir müssen durchlüften. Wir wollen nicht, dass die verrückt werden. Ich hoffe, sie sind nicht krank alle. Scheiße. Alle außer Timmy. Okay, Timmy ist gesund, alles gut. Timmy ist gesund, alles okay. Solange Timmy gesund ist, ist alles gut. Ja gut, jetzt kann ich Ted noch rausschicken, ne? Jetzt können wir auch Pilze essen. Weil die geben ja Essen, glaube ich, ne? Die geben ja Suppe, oder? Nee, tun sie nicht. Hm. Ich meine, krank waren sie eh schon alle außer Timmy. Ted geht raus, der wird das überleben. Hoffe ich. Hoffe ich. Das Dolores ist halt immer noch da sitzt, ganz normal, ganz chillig, ganz... Alles gut und so. Das ist echt... Das ist, ja... Wundert mich ein bisschen. Wundert mich ein bisschen sehr. Aber gut. Ich meine, ich beschwere mich jetzt nicht. Ich beschwere mich jetzt nicht. Alles gut, okay. Ja, wir gucken zu den Senioren. Die haben vielleicht ein Medikit für uns. Nein, haben sie nicht. Jo. Ziemlich viel Wasser hatten sie. Das ist nett. Das ist sehr nett, aber wir brauchen trotzdem Medikit. Wir machen nichts gegen die Kakerlaken, bitte, Mary Jane. Bitte. Nein, aber Dolores ist, ja, gut. Sie ist verreist. Irgendwohin. Wohin hat sie mir nicht gesagt? Ja, wir gehen von, zu den Koordinaten. Boah. Boah, Mann. Juckt das. Ach, nichts. Haben wir bei den Koordinaten nicht mal was bekommen? Ende. Ha! Wow. Yo. Hey, was ist mit Ted? Ted ist nicht zurückgekommen. Okay. Nice. Nice. Gut, Leute. Ist ein kurzer Part, aber egal. Geil, Alter. Oh, Mann. Oh, scheiße, ey. Ich weiß nicht, wie ich diese Parts nennen soll, die nicht funktionieren. Oh, Gott. Gut, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut. Da rein.